so, dass wir bei einer Vorortrecherche in Österreich Gespräche geführt haben mit Polizisten, die also mit nichts anderem beschäftigt sind als mit dem Fangen von Flüchtlingen. Da werden also die Ladenklappen von den Schleuserfahrzeugen geöffnet und dann auf die Plätze fertig los, sollen die Polizisten ihre Zeit damit verbringen, die Flüchtlinge, die dann rausrennen, wieder einzufangen. Die Polizisten sind völlig überarbeitet, die haben 24-Stunden-Tag und kommen nicht. Dann kommt es, wie es also heißt und wie wir da vor Ort auch gesehen haben, dann gibt es sogenannte Erstaufnahmegespräche, in die werden also die Flüchtlinge geführt. Polizei darf nicht bei diesen Gesprächen dabei sein, sondern es ist dabei jemand von einer sogenannten Hilfsorganisation, Rotes Kreuz, Amnesty International, Caritas. Und der Flüchtling. Und raus kommt er mit einem Smartphone. Viele Zeitungen behaupten, Eine die Waffe. Flüchtlinge kämen schon mit den Smartphones hier an. Das ist in aller Regel offenbar nicht der Fall, denn es ist umgekehrt, sie bekommen sie ausgehändigt. Sie bekommen offenbar auch Informationen, weil die Schilderungen vor Ort sind, dass sie danach oftmals wie verwandelt sind, nämlich dass sie dann auch die Mitarbeiter anspucken, angreifen. Ist das denkbar, dass da ein Briefing stattfindet? Selbstverständlich, das ist ja ein Plan, das hat einen Plan, also das Ganze hat einen Plan, wenn man es mal so, wie man so schön sagt, das Big Picture betrachtet, ja. Es kann ja nicht sein, dass da nicht irgendwie eine Obrigkeit dabei ist beim Erstgespräch und dann, wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie da hineinkommen und es heißt, Asylum alaikum, lieber Freund, sei unser Gast und horch, was du für Rechte hast, ja. Das ist ein Strategiegespräch. So sehe ich das. Wir sprechen ja jetzt nicht von Flüchtlingsfamilien, von Frauen und Kindern, von den Flüchtlingen, wie Andreas sie gerade erwähnt hat, sondern hier handelt es sich in 90-prozentiger Zuverlässigkeit um junge Männer. Ja, das ist eine Rekrutierung von einem neuen Heer und danach kommt ja meistens die Verheerung, ne? Was hat es mit diesem Smartphone auf sich? Also, Sie bekommen in der Regel ein Smartphone, welches wohl von der österreichischen Telekom, der A1, ausgegeben wird. Jetzt haben wir mal geschaut, diese Gesellschaft gehört zu 60% Amerika Mobil. Da sitzt dahinter der mexikanische Milliardär Carlos Slim. Richtig. Er soll der zweitreichste Mann der Welt sein, der sein Geld. Ja, richtig. Aus einem sehr korrupten Land, Mexiko, ne? Ja, genau. Und kennen sich gut aus, Herr Doktor. Und seine Engagements sind außerdem zu 17%, knapp 17% bei der New York Times. Es werden Apps entwickelt, Shazam-App, die Musikerkennungs-App. Was heißt das denn? Ja, ich könnte das selber mal ausprobieren, es ist ganz interessant. Ja, da muss man mal darauf achten, wie diese Musikerkennungs-App funktioniert. Ist ja eigentlich was Schönes, was Positives. Ah, wie heißt das nochmal? Ah, Staradetzky-Marsch, hätte ich draufkommen können. Ja, das macht diese App, macht das ja für mich. Und da schauen Sie mal, da ist ganz oben rechts, ist ein kleiner Schieberegler. Und da können Sie einschalten, ob das Mikrofon in Ihrem Handy, während Sie was anderes tun, weiter lauscht nach Musik. Aber es lauscht natürlich nicht nur nach Musik, sondern auch nach dem, was Sie sprechen. Jetzt wird es sehr interessant. Ich habe eine interessante Information für Sie dabei. Wenn Sie das ein- und ausschalten können, dann können die das auch, ohne dass Sie es merken. Und es ist schon sehr interessant, dass ich kann das auch belegen, vor circa 10 Jahren die CIA in Zusammenarbeit mit der NSA begonnen hat, für 100 Millionen Dollar ein Programm aufzulegen für die Herstellung und Darstellung eines automatischen Programms, das sogenannte Metaphern erkennt in Gesprächen. Das ist denen 100 Millionen Dollar wert. Das will was heißen. Und glauben Sie mir's, das läuft im Hintergrund. Aber wie heißt es so schön? Der Lauscher an der Wand wird seine eigene Schand. Ja, wenn es nicht so traurig wäre, könnte man Ja, wirklich man laut könnte heulen. lachen. Ja, Oder der Klaus Kleber vielleicht, ja. also das, was wir machen, sind keine Thesen vertreten, sondern wir versuchen einmal
ein paar Fakten zusammenzutragen und zu einem eventuellen Bild zusammenzusetzen. Wenn wir uns also vorstellen, dass der Carlos Slim mit der Firma America Mobil zu fast 60% bei der österreichischen Telekom drin ist, aber auch gleichzeitig damit nicht nur Österreich, sondern Bulgarien, Serbien, Mazedonien. Der Balkan. Also der Transportweg der Eingeschleusten. Ja. Richtig. Ist ja der Transportweg. Also für uns war ja die Frage wirklich interessant, wenn ich ein Handy in Deutschland, also ein Mobilephone haben möchte, dann brauche ich einen Namen, ich brauche eine Adresse, ich brauche einen Pass, ich muss mich, selbst beim Prepaid-Handy, ich muss ja alles legitimieren, ich brauche auch eine Kontonummer, irgendwo muss ja auch die Rechnung hin, gut, das kann man über E-Mail machen. Ich wundere mich, dass alle Einwanderer aus allen möglichen Ländern mit unterschiedlichen Hintergründen und unterschiedlichen Gebieten und auch Bildungsständen und dass man die so gleich durchorganisieren kann, dass sie gleich würdig sind, einen Handyvertrag zu bekommen. Und dann frage ich mich, wo geht eigentlich die Rechnung hin? Wer bezahlt die? Die Frage, wer das Ganze organisiert, ist geklärt. Das ist schon ganz entscheidend, von wo aus gehen die Rechnungen eigentlich hin und wer kontrolliert das Ganze eigentlich. Wenn ich überlege, dass wir im Rahmen unserer akuten Terrorgefahr, die man uns auf der anderen Seite jeden Tag erklärt, sagt, wie wichtig es ist, genau hinzuschauen und wie plötzlich da solche gigantischen Massen dort auftauchen mit solchen Kommunikationsmitteln, die ja auch zum kurzfristigen Zusammenschluss und für kurzfristige Einsätze möglich sind, haben wir ja in den arabischen Ländern gesehen. Also arabischen Frühling sind die Aufruhren und Revolten gestartet worden durch den Zusammenschluss. Das ist eine Waffe, das ist eine moderne Waffe, das müssen wir halt wissen. Mhm. Sie kommen ja aus der Kommunikation. Ja, apropos Kommunikation, also Carlos Slim ist praktisch ein ausgewiesener Monopolist, ein globaler Monopolist im globalen Kommunikationsnetzwerk. Ist ja auch an Fernsehstationen beteiligt. Laufen die modernen Kriege, Herr Dr. Pröbstl, auf diese Weise heute? Selbstverständlich. Man muss die Leute gegeneinander ausfliegeln und das kann man meistens verbaliter, also über die Hoheit, über das Wording, neudeutsches Wort, so laufen moderne Kriege. Es geht nicht mehr um Politik, sondern es geht um Begriffshoheiten. Das muss man sehr genau differenzieren. Deswegen bin ich auch da, weil das macht der Herr Bob auf hervorragende Weise, denn es ist einer der Letzten, die deutsche Sprache noch ernst nehmen und genau hinhören. Das sollten wir wieder lernen. Ja, da steckt sehr viel Wahrheit drin. Oh, gelegentlich. Ja, rutscht also es mir so heraus. Ja. Nein, aber das Wording, das Wort ist eine Waffe. Das sehen wir jetzt auch an den Rassismusdebatten und so. Aber kommen wir vielleicht noch dazu, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Ja. Aber man darf es nicht unterschätzen. Man darf übrigens nie die Sprache des Feindes übernehmen. Thank you.